mittels Digitalisierung können wir ja nicht nur Produktempfehlungen weiterbringen, sondern es ist eine, am Ende eine Rückverfolgbarkeit bis hin zur, zum Einblick in den Stall, zum Beispiel über eine Webcam. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist, um auch verloren gegangenes Vertrauen ein Stückchen zurückzubekommen, um deutlich zu machen, wie wird heute wie funktioniert Landwirtschaft? Denn eines ist leider auch so, die Realität hat mit der romantisierenden Wirklichkeit, die in Werbung beschrieben wird, nichts zu tun. Wir haben nicht mehr die Almbäuerin, die ihren Joghurt rührt, sondern wir haben natürlich heute andere Prozesse, übrigens sowohl auf großen wie auf kleineren Betrieben. Es gibt nur ein Thema, was für die kleineren Betriebe oder für alle Betriebe dieselbe Herausforderung ist. Wenn Sie heute fragen, auf 53% der Höfen findet bereits eine digitale Anwendung statt. Viele wollen investieren, aber sie sagen, wir haben... 50% wollen. Genau, aber wir haben vor zwei Dingen Sorgen. Insbesondere erstens, es geht um die Investitionskosten, die für einen kleineren Betrieb deutlich schwerer auch schulterbar sind. Und es geht übrigens auch um die Sorge um den Verlust der eigenen Datenhoheit. Und vor diesem Hintergrund... Es ist so, dass wenn wir ehrlich damit umgehen, wissen wir, wir brauchen sicherlich auch Förderungen, auch gezielt. Aber wir müssen dann auch bereit sein, gerade was kleinere Betriebe angeht, Einschränkungen, die wir derzeit machen, zurückzunehmen beziehungsweise zu realisieren, dass jede zusätzliche Auflage, die wir formulieren, den Strukturwandel erhöht. Und das heißt, dass der Staat sich an dieser Stelle auch manchmal ein Stückchen zurückhält.